Hallo zusammen, ich bin Jewgen Sokolowski und wir sind heute mit sehr berühmter, sehr historischer Marke von Racing. Alle italienischen Männer stehen sehr auf diese Automobilmarke, das ist Alfa Romeo. Warum Alfa Romeo? Weil Alfa Romeo, das ist Marke, das ist Autohistorie, die Racing-Historie, Rennen-Historie. Das startet schon von Jahre vor Zweiten Weltkrieg. Und alle Männer kennen diese Marke von 50er, 60er, 70er Jahre, Anfang 80er Jahre, wie gute Sportwagen. Deswegen viele Männer stehen auf dieser Marke. Italiener ist absolut begeistert, weil für Italiener das ist Ikone. Wir können nicht vergleichen mit Ferrari, aber Alfa Romeo, genau Alfa Romeo, hat Ferrari geboren. Und das Modell, ja, die 60er Jahre, die war sehr bekannt als Bertone Karosse und Alfa Romeo GT, Alfa Romeo GTV Junior. Das war sehr, sehr kult und sehr stylische, geilste Alfa Romeo von 60er Jahren. GT 1750 Veloce, das war ein Modell, welcher war Nachfolger von Junior 1300 und 1600 mit mehr Stärke Motor. Obwohl war fast 44.000 Stück produziert im Coupé, heute nach 50 Jahren, das Auto sehr, sehr selten, weil gute Fahrzeuge im guten Zustand zu finden, unrealistisch. Wenn gucken wir heute Netz, aktuell zu verkaufen maximal 7-9 Autos in Europa. Ja? Und das liegt auch von gutem Zustand bis bester Zustand, von schlechtes Autos auch. Warum? Weil viele Fahrzeuge hat einfach nicht überlebt Zeit. Weil damals die Karosserie, war Probleme mit Karosserie, die Fahrzeuge ganz schnell rausbekommen. Weil klar, damals war keine gute Grundierung, kein guter Lack. Heute haben wir schon ganz andere Technologie. Heute Fahrzeuge bleibt gesund jahrelang. Damals, nach 5-6 Jahren, wenn 10 Jahre alt schon, hat schon Probleme mit Rost. Das Auto macht Spaß, weil es hat mega Farbkombination. Das Farbe mit Innenausstattung, Weinrot, macht perfekt Bild und ich finde, das Auto sieht Hammer aus mit Holzlenkrad, mit Armaturenbrett im Holz und mit rotem Teppich. Das Auto sieht mega aus. Das Modell letzte Zeit sehr stark Preise geworden. Die war vor 20 Jahren, die war 10.000, 15.000 und danach weniger und weniger Fahrzeuge geblieben und Preise gestiegen. Die gute Exemplar liegt bei 60.000, 55.000, 60.000, 65.000. Mit guter Historie auch Preise sehr, sehr stabil. Jetzt haben wir zwei unsere Faktoren, Spaß und Investition. Wenn sprechen wir über Spaß, keine Frage, Auto macht mega Spaß am Fahren und optisch auf der Straße sehe ich das Auto mega stylisch. Ehrlich, von 1 bis 10 für mich Spaß 8. Als Investition, das Auto für mich, erster Faktor, das ist Spaß. Ja, weil das Auto, welches muss nicht im Garage stehen, jahrelang und schade zu bewegen, das Auto nur zum Fahren, zum Alfa Romeo-Treff, zum italienischen Rallye oder noch was. Das Auto, erster Faktor, muss Spaß bringen. Alles Investition, die gute Exemplar, im sehr guten Zustand, sehr gute Farbkombination. Noch vielleicht, das ist sehr selten, noch vielleicht mit Historie, ja, was alles dokumentiert. Aber das, bei dem Modell finde ich das ganz schwer zu finden. Alle Investition, das ist stabil, aber ich kann nicht prognostizieren, das Auto wird in Jahre doppelte Preis oder noch mehr. Obwohl, kann auch sein. Im Vergleich für mich
von deutschen Fahrzeugen vielleicht BMW E9, auch Coupé, schönste Coupé. Von BMW, wir wissen auch, die letzten 5 Jahre die Preise für CSI zum Beispiel, 200 Einspritzer, von 20.000 fast bis 100.000 geworden. Aber das Alfa Romeo und, sage ich nochmal, erste muss Spaß sein und dann als Investition. Für mich als Note von 1 bis 10. Wenn 5 Fahrzeuge bleibt stabil, ja 4, das verliert nach Jahren wahrscheinlich, hat Risiko Geld zu verlieren. Ich lasse Note 5. Ich glaube, das Auto bleibt stabil, die Preise, welche aktuell auf dem Markt. Ob das stark entwickeln geht nach oben, glaube ich nicht. Aber die bleibt stabil und nochmal. Das Auto macht mega Spaß am Sonntag bei gutem Wetter, wenn Sonne scheint, einmal starten und einmal fahren. Bei dem Fahrzeug, das ist Aufkleber auf Heck. Meine Frage, was bedeutet das? Und kleine Historie, wie das geboren. Und schreiben Sie mir bitte das im Kommentar. Und ich wollte vielen Dank sagen, alle, wer guckt uns. Und schreiben Sie bitte Ihre Kommentare nochmal, ich wiederhole 1000 Mal. Schreiben Sie, mit welchem Fahrzeug wollen Sie Bericht sehen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.